Der Schmerz ist noch. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Philosophischen Café. Ich bin sehr glücklich, dass wir zu diesem Thema und um diesen Referenten bekommen haben, Dr. Torwart von der Volkshochschule München, der dort Philosophie macht. Und tut mir ein bisschen leid, dass so wenige Leute sich dieses Vergnügen gönnen wollen, aber das ist wohl wieder das Wetter und der Biergarten und so weiter und so weiter. Ich selber, das ist ja auch der Punkt, ich meine, wir nehmen es ja auf und man kann, wenn mit einigermaßen Glück, kann man es ja dann auch im Internet anschauen. Also ich selber bin deshalb total glücklich, weil Goethe ist halt derjenige, der die alte platonische Welt aufrechterhält. Er hat zwar nicht recht behalten, in dem Sinne, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat, wir haben uns einfach in die Technologie reinentwickelt. Und es hat uns natürlich eine völlig andere Welt beschert, als die, die man im Mittelalter noch kannte. Und vor allem die auch offen ist bezüglich, das haben wir ja schon öfter gesprochen, bezüglich Göttern, Geistern, Energien und so weiter, obwohl diese Welt ja in unseren heutigen Zeiten durchaus wieder durchkommt. Denn wie ich immer zu sagen pflege, die Menschheit hat sich eine Fähigkeit erworben, Technologie zu machen und technisch denken zu können. Das war ein langer Weg, aber das können wir jetzt und das kann jeder lernen auf dem ganzen Globus. Es ist jetzt Zeit, in die alten Denkmethoden und wieder hineinzugehen und zu gucken, was da eigentlich ist und ob wir vielleicht bezüglich des Menschen und bezüglich der Gesellschaft da ein paar Dinge lernen können, die nicht mit technischen Mitteln einfach so technokratisch gelöst werden können. Und deshalb, das ist der Hintergrund, warum ich das so gerne höre. Weil Goethe war eben der Letzte, man sagt ja auch, er war ein Universalgenie und er hatte ja die ganzen alten Dinge nun wirklich alle gelesen und drauf und hat sie verarbeitet. Und von ihm haben wir also eine Naturwissenschaft, die hat er ja versucht, ne? Und hat auch über das Denken hat er sehr viele Versuche gemacht und hat da Ergebnisse auch gebracht. Aber vielleicht in 30, 50, 100 Jahren wird man erkennen, dass es ganz, ganz richtig war, wie er sich das so vorgestellt hat. Nur das Denken kann man nicht dazu verwenden, um Apparate zu bauen, sagen wir mal. Aber das können wir ja jetzt. Wir können uns also getrost diesem alten, schönen Denken zuwenden. Und Herr Dr. Torwart, da bin ich froh, dass Sie das machen heute Abend. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, also, schönen guten Abend zu diesem Vortrag mit dem Titel Goethe als Augenmensch. Jeder, der sich mit Goethe mal beschäftigt hat, weiß, dass er ganz besonders stark auf den Augensinn als den wichtigsten überhaupt aller menschlichen Sinne sich bezogen hat. Der war wirklich ein ausgesprochener Augenmensch. Aber, und das werden Sie heute Abend feststellen, das versuche ich Ihnen auf einer kleinen Reise nahezubringen. Der war auch ein erstaunlich guter Denker. Und das glaube ich, wenn ich es mal sozusagen vorwegnehme und zusammenfasse, das Wesentliche daran ist, glaube ich, das Zusammenspiel von einer ausgeprägten Sinnlichkeit, also Augenwahrnehmung und Durchdenken. Und der Mann ist ein besserer Denker, als alle immer glauben. Die meisten denken ja, er ist ein Dichter. Er selber hat sogar gesagt von sich, er wäre ein besserer Naturwissenschaftler, denn als Dichter. Und ich meine, und ich bin jetzt vom Fache der Philosophen, ich meine, dass er eine gleichwertige Philosophie hat oder sogar in Teilbereichen mindestens alternativ zu Immanuel Kant. Was heißen will. Ja, er steht total quer zur Epoche, damals als er sich entwickelt hat und seine Weltanschauung entwickelt hat. Ja, das ist auch nicht so richtig bekannt in der deutschen Kulturgeschichte, dass Goethe, ja, der Nationaldichter, er steht quer. Das Erste ist nämlich, und das werde ich Ihnen heute noch ein bisschen ausführen, der Mann ist gar kein Christ. Da fängt es schon an. Und er ist kein Kantianer.
Das gehört auch dazu. Und damals, um 1800, sind sie alle Christen. Er hat, glaube ich, nie offen reden können über seine religiöse Überzeugung. Das hätte ihn seine Karriere gekostet in Weimar als Staatsminister. Und er steht auch noch quer zur gängigen damaligen philosophischen Strömung, nämlich dem Kantianismus. Und das ist wirklich interessant, weil er ja im Zuge der Auseinandersetzung in der Freundschaft mit Schiller ab 1794 von Schiller, man könnte sagen, fast dazu gezwungen worden ist, sich mit der kantischen Philosophie auseinanderzusetzen, weil Schiller ist ein ausgezeichneter philosophischer Denker, hat doch die kantische Philosophie auf die Ästhetik, auf die Kunst übertragen, hat eine Kunsttheorie gemacht, die übrigens sogar Kants Anerkennung fand. Und immer wenn die beiden gesprochen haben, also immer wenn Goethe was über seine Dichtung sagte, dann hat ihm Schiller mit kantischen Kategorien geantwortet und dann war er gezwungen, sozusagen diese Positionen mit zu durchdenken und sich neu zu formulieren. Soweit mal vorab, also der Mann steht quer. Und wie quer, das versuche ich Ihnen jetzt mal in einem kleinen Durchgang zu erläutern. Ganz am Anfang noch, Sie hatten es ja schon angesprochen, der Goethe ist ein Universalgenie und seine Tätigkeit, also die Wahrnehmung als Augenmensch der sinnlich wahrnehmbaren Naturphänomene, das bildet die Grundlage. Und zwar für alle Tätigkeiten Goethes, aber diese Tätigkeiten sind ausgesprochen vielfältig. Wir haben es ja schon angesprochen, nicht nur Dichtung, sondern auch Naturwissenschaft. Und zwar innerhalb der Naturwissenschaft Geologie, also mit Geologie hat er sich beschäftigt, Mineralogie, das hängt zusammen mit seiner Tätigkeit in Weimar als Staatsminister, da war er für den Bergbau zuständig, Meteorologie, Wetterkunde, da war er nicht der Erste, aber trotzdem Forschungen, Chemie, Botanik, Metamorphose der Pflanzen natürlich, Zoologie, Anatomie, Entdeckung des Zwischenkieferknochens und Farbenlehre. Also es ist erstaunlich, was der Mann für ein Spektrum abgedeckt hat, und zwar mit einem Vorsatz. Er hat nämlich gesagt, je breiter ein Mensch sich in seinen Tätigkeiten auf die Natur richtet, desto förderlicher ist das, weil sich die einzelnen Tätigkeitsbereiche gegenseitig korrigieren und fördern. Ja? Deswegen also Dichter sein und gleichzeitig die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Betrachtung und der Untersuchung des Naturprozesses für die Dichtung fruchtbar machen. Ja, weil der Dichter soll nach Goethe ein möglichst natürliches Kunstwerk entwerfen. Und dann nützen ihm seine Naturstudien, weil er nämlich an der Natur bereits sich schulen kann, wie die Natur bei Gestaltungen vorgeht. Und das Zweite ist, die Naturwissenschaften sind auch noch wichtig für das Gebiet, neben der Dichtung, für das Gebiet der Malerei. Die ganze Farbenlehre ist angestoßen auf der Italienreise durch die Bekanntschaft mit den Malern, deutsche Maler in Rom. Und da hat er mal gesagt, kann man nachlesen in der italienischen Reise, die können alle mit den Farben umgehen. Besser oder schlechter. Aber wenn man sie theoretisch etwas über die Farben fragt, wissen sie nichts zu sagen. Ja, und da hat er gesagt, da fehlt einer, der die naturwissenschaftlichen Grundlagen untersucht, damit auch die Maler dann mal eine Basis haben, eine wissenschaftliche, auf der sie selber ihre Farbmischung bewerkstelligen können. Also eine möglichst breite, angelegte Forschung in allen Gebieten kommt zu ausgewogeneren Denkformen und weltanschaulichen Kategorien. So, glaube ich, könnte man es sagen. Und unter den naturwissenschaftlichen Tätigkeiten, von denen er so viele gemacht hat, da kommt nun wirklich alles auf den Augensinn an. Als erstes, also Wahrnehmung, sinnliche Wahrnehmung der Phänomene und dann sofort auf das Durchdenken. Und das ist das Entscheidende bei ihm. Er hat geradezu eine wissenschaftliche, systematische Theorie der gegenseitigen Befruchtung von sinnlicher, also Augenanschauung, ja, Sinneswahrnehmung und Durchdenken entworfen. Das ist also wirklich bemerkenswert und einzigartig in dieser Zeit. Also eine Theorie der Wechselwirkung von Anschauen, von Sehen und Denken. Ja, wobei das eine das andere beeinflusst und
wenn man bewusst damit umgeht, auch sich gegenseitig fördern kann, sodass man im Laufe eines Lebens sich zum Schluss ja, einen Blick, einen Augensinn antrainiert, schult, der mehr erkennen kann, als wenn er nicht durch so viel Denken geschult worden wäre. Also das Denken verändert den Blick, das ist ganz typisch Goethe und bestimmt ihn in gewisser Weise auch. Also, ja, das Auge und die theoretischen Überzeugungen oder weltanschaulichen Überzeugungen eines Menschen bestimmen das, was er erkennt. Das ist also eine Feststellung, die er immer wieder gemacht hat, besonders im Bereich der Naturwissenschaften. Zum Beispiel hat er sich das stark beschäftigt damit, warum zu seiner Zeit in den Naturwissenschaften die naheliegendsten Naturgestaltungen und Prozesse nicht erkannt worden sind. Und er sagt es ganz offen, weil die Forscher oft mit einem vorgeformten, präformierten Blick an die Naturgegenstände herangetreten sind. Und zwar zu dieser damaligen Zeit heißt das vor allem Theologie. Also man hat in der Naturforschung, die Naturforscher, wirklich die Naturforscher haben gesucht nach Endzwecken, haben der Natur Zwecke untergeschoben, die man natürlich nur mit einem zwecksetzenden Subjekt erklären kann, also göttliche Schöpfung. Und wenn man diese Kategorien schon mal hat, ja, dann ist der Blick in gewisser Weise schon präformiert und wird bestimmte Dinge nicht mehr erkennen. Da gebe ich Ihnen jetzt auch gleich noch ein Beispiel. Da hat der Goethe nämlich daran beigetragen, das betrifft den Zwischenkieferknochen. Aber bevor ich da drauf eingehen will, der kommt gleich noch, möchte ich nochmal sagen, also das Charakteristische an Goethe, das ist die Einheit von Sinneswahrnehmung und Denken bei ihm. Also es ist charakteristisch, dass er die Sinnlichkeit und das Denken des Menschen nicht trennen will. Ja? Also keine Sinneswahrnehmung ohne geistige Denkkategorie und kein Denken ohne Sinnlichkeit. Bei Goethe. Bei anderen Menschen ist das anders, aber bei ihm ist das eine untrennbare Einheit. Und auch da steht er schon wieder quer zur gesamten Kulturgeschichte. Weil wenn Sie ein bisschen sich auskennen mit kantischer Philosophie, das Charakteristische für das kantische Denken ist die Trennung von Sinnlichkeit und Denken. Sinnlichkeit, Sittlichkeit, Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft, beides sind Gebiete, die durch eine unüberwindbare Kluft, das ist jetzt Zitat bei Kant, getrennt sind. Es gibt keinen Übergang. Ja? Und deswegen weiß dann Kant auch nicht, warum das Denken des Menschen mit den Naturdingen übereinstimmt. Weil er es vorher getrennt hat. Dann, klar, kommt man natürlich ins Zweifel, ob man das, was man erkennt, überhaupt den Naturdingen entspricht. Goethe sagt immer von vornherein, das Denken und die Sinnlichkeit ist nicht getrennt. Der Mensch kommt aus der Natur. Der hat überhaupt keine Zweifel daran, dass der Mensch mit seinen Sinnen und seinem Denken ins Innerste der Natur vordringen kann. Ja, das ist ganz charakteristisch für ihn. Und das, ja, es gibt, ich greife kurz vor, es gibt noch einen einzigen Denker, der das ähnlich sieht zu dieser Zeit. Und da merken Sie jetzt, auf welcher Höhe der Mann sich im Denken bewegt. Hegel. Hegel ist der einzige der Philosophen, die nicht in diesen getrennten Kategorien denken, sondern der auch etwas hat, dass er nämlich in Entwicklungsprozessen denkt. Hegel ist der größte Denker überhaupt in Entwicklungsprozessen, den es je gegeben hat. Vielleicht, ich schränke ein, nach Aristoteles. Der ist der Erste und der ist noch grundlegender. Den interessiert sowieso nur, wie eine Sache sich entwickelt, von der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Ja? Wachstum bei Organismen. Das war das große Thema bei Aristoteles, bei Hegel auch. Der versucht, den Gesamtprozess der Wirklichkeit als einen Prozess ja, der Verwirklichung der absoluten Idee des Göttlichen als Geist gedacht zu denken. Mit Goethe stimmt er darin überein, dass beide das Göttliche als Prozess fassen. Macht Goethe genauso. Ja? Auch bei Goethe ist das Göttliche die ewige Metamorphose der Natur. Werden, vergehen, gestalten, umgestalten und immer wieder neue Formen hervorbringen. Das ist für ihn das Göttliche. Allerdings, das treibende Element ist die Natur und nicht der Geist. Das kann man wirklich durchs Werk hindurch verfolgen. Und die beiden übrigens, Hegel und Goethe, haben sich mal kennengelernt.
Ja, persönlich. Ja, persönlich kennengelernt. Und dann hat er der Goethe, also es gibt Äußerungen von ihm, da hat er gesagt, die hegelische Philosophie war mir zu hoch. Haben Sie mal Hegel gelesen? Der ist, sagen wir mal so, der ist eine genauso große Zumutung wie Kant. Und Kant ist ja nun auch nicht ohne, schwer mit diesen langen Sätzen, bis man da durchkommt und so präzise. Und der Hegel hat eine eigene Terminologie, die schwer anzueignen ist. Und dann hat der Goethe gesagt, nein, das ist, für Philosophie hatte ich kein eigentliches Organ. Und damit macht er seine Denkleistung, dieses genetische Denken, eigentlich klein. Weil, wie gesagt, Hegel und Goethe, das sind die genetischen Denker und die herrschende Strömung, das ist die kantische, dualistische, die Sinnlichkeit und Vernunft einfach einführt, trennt und nicht erklären kann, wieso es dazu kommt. Ja? Goethe und Hegel sind diejenigen, die beides miteinander vermitteln und erklären aus einem gemeinsamen, großen Entwicklungsprozess, den sie die Entwicklung des Göttlichen nennen. Gut. Also, charakteristisch, das Nicht-Trennen von Sinnlichkeit und Denken. Und, das hat er sogar als seine eigentümliche Verfahrensweise gesehen, und das hat ein Zeitgenosse von ihm, ein Psychiater, der hieß Johann Christian August Heinroth, der hat ein Buch geschrieben, das hieß Lehrbuch der Anthropologie. Und in diesem Lehrbuch hat er Goethe angeführt als Vertreter einer bestimmten Art von Naturwissenschaft. Und die nannte er, das ist die Position des gegenständlichen Denkens. Und das hat der Goethe gelesen und war überglücklich und hat das empfunden als eine bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort. Ja, und er hat einen dementsprechenden Artikel geschrieben, einen kleinen Aufsatz, den ich Ihnen übrigens auch gerne ans Herz lege. Kleine Aufsätze, die es in sich haben, heißt also wirklich so, bedeutende Fördernis durch ein einzig geistreiches Wort. Und da hat er gesagt, der Heinroth hat es genau verstanden, er hat mir mein eigenes Wesen erklärt. Und dann hat es der Goethe übernommen und hat gesagt, nicht nur gegenständliches Anschauen, was die Naturwissenschaft anbetrifft, ist meine Eigentümlichkeit, sondern auch noch gegenständliches Dichten. Er hat gesagt, die Dichtung verfährt nach demselben Prinzip. Und das ist tatsächlich richtig. Auch die Dichtung ist sehr stark am Gegenstand und an der Sinnlichkeit orientiert. Ich werde Ihnen vielleicht nachher, wenn ich dazu komme, noch Goethes Symbolbegriff kurz erläutern, weil da kommt das genau zum Ausdruck, ja? Dass er das Kunstwerk und das Symbol nie von der sinnlichen Seite trennt. Ja? Also dieser Heinroth hat es einfach gut formuliert und der Goethe war ganz beglückt, dass jemand sein Wesen so gut erkannt hat. Und da zitiere ich Ihnen jetzt kurz eine Stelle aus dieser kleinen Schrift. Da heißt es, Herr Heinroth spricht von meinem Wesen und Wirken günstig. Ja, er bezeichnet meine Verfahrensart als eine eigentümliche, dass nämlich mein Denkvermögen gegenständlich tätig sei, womit er aussprechen will, dass mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere, dass die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe, also das Denken, eingehen und von ihm auf das Innigste durchdrungen werden. Dass mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sei. Das ist geschrieben 1823. Da ist der Mann also schon relativ alt, der kennt sich. Dazu muss man sowieso sagen, Goethe im Lauf seines Lebens durch diese unglaublich kontinuierliche naturwissenschaftliche und dichterische Tätigkeit kommt zu einer enormen Selbstkenntnis. Das gehört nämlich zu dieser ganzen Entwicklungsgeschichte dazu, dass man sich auch selbst kennenlernt. Und wenn Sie mal wissen wollen, wenn Sie mal einen Menschen kennenlernen wollen, der sich gut kennt, dann lesen Sie mal Dichtung und Wahrheit. Und nehmen Sie den Titel ernst. Ja, also da steht Dichtung, das ist ein Kunstwerk. Und das hat den Anspruch, ein Kunstwerk zu sein, aber es arbeitet mit dem autobiografischen Material. Ja? Und beides zusammen, also das eigene Material und die Stilisierung, da gibt er mit einer Schärfe über sein Leben Auskunft und man wundert sich. Ja? Aber das kommt nicht von ungefähr, er hat es auch mal gesagt, lebenslange Arbeit. Ja? Arbeiten, denken, irren, wieder nachdenken, forschen, furchtbar viel Arbeit. Der Mann hat gearbeitet mit einem Pensum, das wirklich bemerkenswert ist.
So, jetzt hatten wir schon erwähnt, also er steht quer zur gesamten damaligen Zeit, in der also das genetische Denken überhaupt noch nicht verbreitet ist. Hegel und er, sie sind die beiden Vorreiter. Und die Frage ist, wie kommt er da drauf? Ja, dass er so fortschrittliche, würde ich jetzt mal sagen, Ansichten vertritt. Und das hängt zusammen mit seinen religiösen Überzeugungen. Ich habe es kurz schon angesprochen. Ich hole etwas aus. Also, Goethe ist Pantheist. Pantheist, Pan heißt alles, Theos der Gott. Die Pantheisten sehen in der Natur das Göttliche, und zwar in der gesamten Natur das Göttliche. Es gibt keinen guten Gott oder keinen bösen Gott, sondern alles ist in dem einen göttlichen Prozess enthalten. Ja? Positives wie Negatives. So kann man auch den Faust übrigens verstehen. Also Mephisto steht für die immanenten Kräfte und Versuchungen des Menschen durch Sexualität und Macht und Reichtum. Ja? Das ist kein christlicher Gott mehr, da ist er schon lange Pantheist, weil das schon geworden ist als junger Mann. Das kann man ziemlich genau datieren, wenn man seine Biografie anschaut, in seiner Jugendphase 1771, also das ist Geniephase, da ist er bereits im Bewusstsein seiner jugendlichen, genialen Kräfte vom Christentum abgerückt und zum Pantheismus Spinozas hat er sich gewendet. Also Spinoza ist der Philosoph, 17. Jahrhundert, der hat das ausgearbeitet. Grundsatz heißt Deus sive natura. Deus ist der Gott, sive ist ein starkes oder die Natur. Identisch. Und das Erste, was dabei wegfällt, wenn jemand so denkt und sagt, der Naturprozess selbst ist das Göttliche, der strafende Gott. Ja, da ist kein personaler Gott mehr drin, sondern der Gott ist die Naturgesetzlichkeit dieser Gestaltung und Umgestaltung. Ja? Und das hat schon dem armen Spinoza keine Freude gemacht. Baruch die Spinoza, ein Jude, er ist sofort daraus, deswegen wegen seinem Spinozismus, also wegen seinem Pantheismus, aus der jüdischen Gemeinde ausgestoßen worden. Und wer zufällig Juden kennt, weiß, dass das für die fast ein Todesurteil ist. Außerhalb der Gemeinde stehen, ist das Schrecklichste, was einem Juden passieren kann. Also, Goethes Pantheist setzt, wie Spinoza, das Göttliche und die Natur gleich und erkennt sie aber, und das ist jetzt gleich das Nächste, in dem gesamten Naturprozess. Und der, wir haben es ja gesehen, den hat Goethe sein Leben lang untersucht in den verschiedensten Bereichen der Naturwissenschaften. Das heißt, ganz einfacher Gedanke, den Sie übrigens so in der Regel in der Goethe-Literatur nicht finden werden, wahrscheinlich weil er zu einfach ist. So etwas gibt es in der Goethe-Literatur und die ist riesig. Also, wenn der Naturwissenschaft macht und der sagt, die Natur ist das Göttliche als Pantheist, dann macht er mit seiner Wissenschaft Gotteserkenntnis. Ja, ganz einfach, partiell zwar immer, er sucht sich einen kleinen Bereich raus und da schaut er, wie geht die Metamorphose. Ja. Einen Teil, aber für ihn, und das ist jetzt schon der Grundsatz, für ihn ist das Göttliche erkennbar. Ja, und genau, jetzt denken Sie mal an Schiller, was Schiller dazu sagt. Wenn Goethe sagt, ja, ich mache Naturwissenschaften, weil ich dem göttlichen Prinzip der Gestaltung und Umgestaltung auf die Schliche kommen will und davon profitiere ich als Dichter. Da sagt der Schiller als Kantianer, das ist eine Idee. Ja, Gott ist eine Idee, die ist prinzipiell nicht erkennbar, weil sie eine Idee ist und weil kein sinnliches Korrelat zu ihr existiert. Hat er von Kant, ja, kantische Gottes, also Kritik der Metaphysik oder Religion bei Kant, aber der Goethe sagt daraufhin, ach wie schön, zwar ein anderer Gegenstand, aber es ging um die Idee, er sagte, ach wie schön, dass ich die Idee sehe, ja, sinnliche, dass ich Ideen sehe und sie in meiner Erfahrung sogar noch wahrnehme. Ich glaube, der Schiller hat mit den Augen gerollt, der hat die Augen verdreht, weil das musste ihm klar werden an der Stelle, dass der Goethe keine Ahnung von kantischer Philosophie hat. Und das, was er dann im Laufe seines Lebens sich erworben hat, ist vermittelt durch Schiller. Also Schiller hat ihn immer wieder gezwungen, sich mit den Kategorien auseinanderzusetzen. Und der Goethe hat dann seine Andersartigkeit tatsächlich philosophisch durchdacht, vermittelt über Schiller. Und später hat er mal gesagt, meine ganze philosophische Bildung verdanke ich Schiller. Also, Naturwissenschaft ist Gotteserkenntnis und das steht im Gegensatz, also heute, die Kantianer sagen es heute noch und die meisten im Alltag, es hat sich ja so durchgesetzt, zu sagen, Gott ist unerkennbar. Ja,
kommt aber darauf an, wie man Gott versteht. Wenn man den als transzendenten Gott nimmt, also als transzendere überschreitend, übersinnlichen Gott, klar, dann ist er nie da. Sinnlich kann man ihn auch nicht erkennen. Wenn Sie aber kantistische Voraussetzungen haben, ja, dann ist er immer da im Diesseits. Er ist nämlich der gesamte diesseitige Prozess und es gibt gar kein Jenseits. Das behaupten die. Hegel behauptet es und Goethe behauptet es. Ja, das Diesseits ist der unendliche Prozess. Und die Welt ist unendlich, hört nicht auf. Braucht kein Jenseits, ist nicht geschöpft worden, hat kein Ende. Ist das Ganze. Und eben erforschbar. Also Sie merken, weltanschaulich geht es da ganz schön zur Sache. Jetzt lese ich Ihnen vor ein kurzes Zitat, nämlich zur vergleichenden Morphologie. Goethe hat sich also eine naturwissenschaftliche Methode gesucht und die nannte er vergleichende Morphologie, also Morphä ist die Gestalt, Morphologie ist Lehre vom Gestaltwandel, könnte man es übersetzen. Und die ist natürlich seine Idee des Pantheismus, dass dieser Gott ein sich entwickelter, also der Gesamtprozess ist, der Naturmetamorphose geschuldet. Ich lese Ihnen mal vor, da sagt er, die Morphologie, die vergleichende Morphologie geht von dem Grundsatz aus, dass alles, was sei, sich auch andeuten und zeigen müsse. Von den ersten physischen und chemischen Elementen an bis zur geistigsten Äußerung des Menschen lassen wir diesen Grundsatz gelten. Das Unorganische, das Vegetative, also unorganische, mineralische, vegetative Pflanzen, das Animale, Tiere, das Menschliche deutet sich alles selbst an. Es erscheint als das, was es ist. Unserem äußeren, unserem inneren Sinn. Äußere Sinn sind Sinnesorgane, innerer Sinn heißt bei ihm Denken, Denkorgan. Ja? Es erscheint als das, was es ist, unserem äußeren Sinn, unserem inneren Sinn. Die Gestalt ist ein bewegliches, ein werdendes, ein vergehendes. Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre, die Lehre der Metamorphose ist der Schlüssel zu allen Zeichen der Natur. Also, das ist bemerkenswert. Ja? Alles, was ist, muss sich zeigen. Das ist gegen eine transzendentale, jenseitige Gottesauffassung geschrieben. Er sagt als Pantheist, es muss sich zeigen. Wenn dieser Gott eine Wirklichkeit hat, ja, dann darf er keine Grenze finden am Diesseits. Das wäre seine Ohnmacht. Das Argument übrigens verwendet auch Hegel und das ist stark, finde jedenfalls ich. Ja? Also, alles, was ist, muss sich auch zeigen. Sie können im Gegenschluss sagen, alles, was nicht ist, zeigt sich auch nicht. Ja? Wenn dieser transzendente Gott da in seinem Jenseits sitzt, dann würde Goethe polemisch sagen, ja, dann ist er auch nicht. Ja? Er muss mindestens eine Wirkung haben. Ja? Also nur das ist real, was im Diesseits wirkend ist. Und wenn es wirkend ist, dann kann es auch erkannt werden, prinzipiell. Das übrigens hat er gesagt mit dieser vergleichenden Morphologie als Schlüssel zu den Zeichen der zu allen Zeichen der Natur, das hat er 1795 geschrieben. Und das ist klar, diesen Text hat Schiller gelesen und da haben sie sich gestritten. Ja, weil sie 1794 ist die große, die sind sich doch erst verhasst gewesen und dann aus dem Weg gegangen, 7 Jahre lang in Weimar und Jena und dann 1794 durch Zufall ins Gespräch gekommen. Und das da, hier, das ist mitten in der Freundschaftsphase, im intensivsten Austausch. Also da, das ist klar, da hätte sicher sofort der Schiller gesagt, alles was ist, zeigt sich, ja? Alles was ist, muss sich zeigen. Es kollidiert mit dem Gottesbegriff, ja, der nicht erkennbar ist. Gut, ja, jetzt, also der Goethe entwickelt, ausgehend von seinem pantheistischen Naturverständnis, eine regelrechte Wissenschaftstheorie vom Wechsel von Anschauung, sinnlicher Anschauung und Nachdenken. Das macht er zum Prinzip der Wissenschaft. Und zwar in einem kleinen, aber wichtigen Aufsatz hat er das geschrieben und der heißt, mit der Bitte, damit Sie es nachlesen, es ist wirklich ein sehr lohnender Aufsatz, der heißt, der Versuch als Vermittler von Subjekt und Objekt. Sind doch schöne Titel, der nächste. Ja, der Versuch als Vermittler von Subjekt und Objekt, 1792 entstanden. Und dann 1798 hat das dem Schiller gegeben und der hat Anmerkungen geschrieben, die sind heute noch erhalten. Kann man sehen, wie sie sich darüber auseinandergesetzt haben. Also, in diesem Aufsatz, da sagt der Goethe, wie man diesem Naturprozess der ewigen Metamorphose gerecht wird.
wissenschaftlich. Und da sagt er, also man geht aus, zunächst, alle Forschung, vom anschauenden sinnlichen Blick. Der sichert die zu untersuchenden Phänomene, Erscheinungen oder Gegenstände, vergleicht sie dann im Gedächtnis, das ist also schon nicht mehr sinnlich, sondern denken, geistig, auf Übereinstimmung und Unterschied, dadurch zu einer gewissen Kenntnis des Gegenstands und ordnet aus dieser Kenntnis heraus im Denken die Untersuchungsgegenstände. Da haben Sie den ersten Zusammenschluss von sinnlicher Wahrnehmung, ja, und Ordnung durch das Denken, und zwar Bedingung Gedächtnis. Wenn jemand Philosophie studiert hat und lehrt, dann weiß er, worauf sich Goethe da bezieht. Der sagt es nämlich oft nicht, gerade bei philosophischen Dingen nicht. Das ist klassische Theorie bei Aristoteles. Er sagt auch, Wahrnehmung ist die erste Stufe der Erkenntnis. Dann braucht es Gedächtnis, damit die Wahrnehmungen im Gedächtnis gegenwärtig sind. Dann kann man sie vergleichen. Ja? Dann kann man aus mehreren Wahrnehmungen einen Schluss ziehen oder eine Regel. Und jetzt ist man zu einer Erfahrung gekommen. Ja? Also es ist unmittelbar aristotelische Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie. Also, hat man die erste Ordnung gefunden, dann geht es weiter. Dann sagt er, der Wechsel von Anschauung, sinnlicher Anschauung und ordnendem Denken. Also das ordnende Denken wirkt zurück auf den Blick. Und jetzt kann der Forscher seinen Naturgegenstand schon viel besser ordnen, weil er schon weiß, worauf es ankommt. Also der kriegt einfach ein besser aufbereitetes Material. Das ist jetzt mal ein bisschen frei formuliert. Ja, und so Anschauen und Ordnen des Denken, die befördern sich wechselseitig. Und dann, sagt der Goethe, kommt man zum Schluss zu so etwas, er nennt das höhere Erfahrungen. Das sind eben die Phänomene, die eine Vielzahl von Einzelfällen erklären. Ja, das kommt immer wieder bei ihm vor in all seinen naturwissenschaftlichen Schriften. Also zu höheren Erfahrungen, und die wiederum, ist immer noch nicht zu Ende, die Erfahrungen werden von der produktiven Vorstellungskraft oder, er sagt auch, hervorbringenden Einbildungskraft, das können Sie direkt übersetzen, Einbildungskraft, Fantasie. Ja, also aber nicht unbedingt nur die dichterische, sondern es ist eben produktive Einbildungskraft, und die spielt nach Goethe eine Rolle auch in der Naturwissenschaft. Ja, das ist das besondere subjektive Denkvermögen eines Menschen, und zwar oft dann, wenn es durch eine sinnliche Wahrnehmung plötzlich etwas, einen tieferen Zusammenhang erfasst, ja, ein Aha-Erlebnis. Da hat er eine richtige Theorie auch dazu, das nennt er ein Aperçu. Apercevoir heißt wahrnehmen, ein Aperçu, plötzliches Gewahrwerden eines tieferen Zusammenhangs anlässlich einer Sinneswahrnehmung. Ja? Und das ist ein Schluss, Zusammenschluss zwischen dem, was man sieht und was man an theoretischen Voraussetzungen man schon in den Blick mitbringt, mit dem, was, das Wort stammt nicht von mir, mit dem, was unbewusst in dem, er nennt diese Leute, die solche Aperçus haben, Genies, abläuft. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss von irgendetwas, was unbewusst ist, man kann es auch nicht erzwingen, so ein Aha-Erlebnis, mit sehr viel geschultem Blick. Ja? Und in dem Moment, wo es passiert, ist es willkürlich. Man kann es nicht beeinflussen. Ja, es kommt oder es kommt nicht. Das ist bei ihm zentral. Und für ihn das Entscheidende, bei jeder naturwissenschaftlichen Entdeckung, sagt er, spielt das zusammen. Dieses, man könnte fast sagen, unbewusst, also ein nicht rationales Element, ja, zusammen mit einer Sinneswahrnehmung und mit der Geistesart, die jemand hat. Ja, diese Art Zusammenspiel, und eben nicht nur in der Naturwissenschaften, sondern eben auch in der Dichtung. Er sagt, ein vollkommenes Kunstwerk ist genau dasselbe Produkt. Ja, ein Zusammenschließen, der intuitive, schöpferische Prozess, wenn es wirklich passiert, bei ihm, ist etwas, was er nicht erzwingen kann. Ja, was aus ihm heraussteigt. Deswegen hat der Mann so viele Stoffe jahrelang mit sich herumgetragen. Einen kennen Sie alle. Und da war die Wahrscheinlichkeit eher größer, dass es niemals vollendet wird, der Faust. Ja, das war, Schiller hat immer gesagt, mach den Faust fertig, mach den Faust fertig. Und als Vermächtnis auf Schillers frühen Tod hat er ihn 1806 beendet. Schiller ist 1805 gestorben. Das ist, glaube ich, wirklich ein echtes Vermächtnis. Aber es war nur der erste Teil und danach nichts. Er ist mit dem Stoff nicht fertig geworden. Er wusste nicht, was er machen soll mit Helena im Mittelalter. Das
es kam ihm Helena die schönste Frau, griechische antike Kultur und dann europäisches Mittelalter. Er hat gesagt, das hemmt ihn, das blockiert ihn. Da ist die Schönheit fehl am Platze und, sage ich Ihnen jetzt nur so nebenbei, gelöst hat sich die Blockade, aber erst ganz spät, nämlich wirklich allen Ernstes 1827, da hat er den Faust II, die größten Teile, fertig geschrieben, mit der einfachen Idee, das muss man sich jetzt geben, der hat das so lange in sich rumgetragen, bis sich das ja geklärt hat, von alleine, ja, weil er das nicht in den Griff gekriegt hat. Also, der Clou war der, na, nicht Helena ins Mittelalter, wie es der Fauststoff vorgibt, sie ist ja die Belohnung, sexuelle Belohnung für die Übertragung der Seele, für den Teufelspakt, sondern nach Faust in der Antike. Das war der Clou. Ja? Er schickt den Faust jetzt selber nach Griechenland und deswegen geht es plötzlich auf und jetzt wird die Sache groß. Ja? Weil jetzt kann die Verschmelzung Faust, ja, der Europäer in der Antike, jetzt wird es die Verschmelzung der griechischen und europäischen Kultur, also genau das, was die Renaissance ausmacht und was noch einmal die Goethezeit ausgemacht hat, die Griechenbegeisterung. Ja, und plötzlich ist ihm aufgegangen, jetzt geht's. Hat aber lang gebraucht. Ja, also das ist genau so ein Zeichen dafür, dass er eine Idee, einen Stoff zig Jahre mit sich herumträgt, innerlich, und irgendwas arbeitet. Irgendwas arbeitet, ja. Was er aber nicht bewusst, genau, erzwingen kann. Ja, und dann irgendwann verknüpft sich's in einem schöpferischen Prozess. Und das war bei Goethe sehr, sehr ausgeprägt. Er hat nur so gedichtet. Der Schiller war von ganz anderer Art, ein Ideendichter, sagt man immer, und das ist richtig. Er hat mal zu Goethe gesagt, der hat es nicht anschauen können. Der Goethe hat manchmal wochenlang Pause gemacht, weil er gesagt hat, die Muse küsst mich nicht. Also, es kam nichts. Dann sagt der Goethe, kann ich nicht. Der ist ein intuitiver Mensch, das haben die auch gewusst, hat Schiller auch ganz gut charakterisiert. Ja? Und der Schiller ist mehr so ein Ideenmensch gewesen. Und der Goethe also macht nichts, kann halt nicht und sagt, ich muss warten, bis ich in die richtige Stimmung komme, in die richtige Gemütslage. Und dann sagt der Schiller, man kann die Muse, wenn sie mal nicht will, auch notzüchtigen. Das Briefwechsel. Und der Schiller ist berüchtigt dafür, der ist, aber ich will es nicht abwerten, ja. Das Schillers Kunst ist grandios, aber sie sind Ideenkunst. Der hat erst die kantische Philosophie im Kopf, Konflikt von Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Zweitens, der Mann ist Historiker, war Professor für Geschichte da in Jena. Dann sucht er sich den Stoff in der Weltgeschichte und dann schreibt er ein Drama. Und wenn man das mal schaut, das sieht man, ja, das sind enorm konzipierte Dramen. Also der braucht weniger die Intuition, jedenfalls weniger als Goethe. Trotzdem kommen da, ich sage es ausdrücklich, ganz grandiose Dramen heraus und sie sind lebendig. Ja, sie sind nicht, was man immer gesagt hat, sie sind nicht erdacht und tot, sondern ganz im Gegenteil, die Achtung steigt umso mehr. Das nur so, die beiden haben sich übrigens auch in ihrer Wesensart erkannt, gegenseitig charakterisiert und übrigens auch dadurch gegenseitig gefördert. Ja, nicht nur philosophisch, sondern auch in der Wesensart. Das war jetzt ein kleiner Schlenker. Wo waren wir denn? Also, ach ja, dieses Wechselwirkungsprinzip haben wir doch gehabt, von Anschauung und Durchdenken, ja, das zu immer stärkerer Förderung und gegenseitiger Steigerung des Blicks und der Denkkategorien, der Denkformen führt, sodass letztlich der Blick und das Denken, jedenfalls sagt das Goethe, wenn es dann auch noch mit anderen Bereichen korrigiert wird, dem Gegenstand, dem Forschungsgegenstand immer angemessener wird. Ja? Also er sagt ausdrücklich, keine äußerlichen Kategorien und Denkvorstellungen, starre Denkvorstellungen in die Forschung hineintragen. Und sein Beispiel ist immer damals teleologisch, also die Theologie, die gesagt hat, alles Organische ist zweckmäßig und Zweckmäßigkeit kann man nur erklären mit Gott. Ja? Also warum ist der Fisch da? Ja, weil was? Also jetzt muss man einen Zweck finden, warum der Fisch da ist. Ja? Und dieser Zweck kommt nicht aus dem Fisch und nicht aus der Natur, sondern aus der Schöpfung. Ja? Also der wurde, keine Ahnung, wahrscheinlich um die Menschen zu ernähren. Na klar, ja. Logisch. Ja. Ja, also das ist diese berühmte, da haben Sie es vorher schon im Kopf sozusagen, ja, starre Vorstellungen, die Sie jetzt in die Natur hineintragen. Und das, sagt Goethe, ist das Gegenteil von dem Prozess, den er vorschlägt, also
durch die ständige Korrektur und das Nachdenken und auch die Korrektur der verschiedenen Wissenschaften zu einer immer angemesseneren Denkweise zu kommen, die dem Gegenstand möglichst nichts von außen antut. Ja, das heißt, dem Gegenstand, ja, was heißt denn das, dem Gegenstand nichts von außen antun? Ja, jetzt kommen wir zum nächsten großen Punkt. Das heißt nämlich, den Gegenstand nicht isoliert betrachten, sondern in seiner Entwicklungsgeschichte. Noch so ein großer Punkt. Da gibt es kaum einen, der das macht wie er zu dieser Zeit. Also das ist alles so um 1790, 1800, sowas um den Dreh. Jeder Gegenstand, er sagt, wenn man einen Gegenstand isoliert, dann kann man ihn meistens überhaupt nicht erklären. Also wenn Sie heute zum Beispiel ganz üblich in Amerika die Kreationisten, also die theologisch argumentieren, was den Naturprozess anbetrifft, die kommen genauso. Sie isolieren einen Gegenstand, und zwar am liebsten das Auge. Und dann sagen sie, das Auge für sich betrachtet ist absolut als molekulare Zusammensetzung absolut unerklärbar. Ja, wenn man nicht annimmt, einen Schöpfergott. Ja, wenn man das so isoliert hat, schon. Na klar. Ja, wenn man das Auge als Naturforscher einordnet in die Entwicklungsgeschichte, die Genese des Organs, des Sinnesorgans Auge, dann sind die einzelnen Stufen und Unterschiede überhaupt nicht unerklärlich. Ja, die sind relativ nah. Und genau das kann man eben machen, und das ist das Forschungsprinzip von Goethe. Also Sinnesorgan Auge anschauen, von den ersten groben Augen fängt das an, bis dann irgendwann eine Pupille kommt, bis die Pupille auch scharf stellen kann. Ja? Und wenn Sie dann so weitergehen, dann ist der Übergang von einem zum anderen Gegenstand nicht mehr so unerklärlich, ja, wie das getan wird, wenn man ihn isoliert. Und damals war die isolierende Betrachtungsweise sehr verbreitet, und der Goethe sagt, immer Versuchsreihen. Er spricht ausdrücklich von Versuchsreihen. Ja, nicht einen Versuch machen, sondern wenn man den Gegenstand erklären will und den Aufbau wirklich verstehen will, muss man schauen, wie er geworden ist. Das ist wirklich grandios. Sie merken schon, das geht irgendwie in Richtung Evolutionstheorie, und das ist auch so, der Goethe gehört dahin, ist ein Vorbereiter der Evolutionstheorie, des evolutionären Denkens. Er hat nur eins nicht gewusst, wenn man es schon anführt. Also er hat gewusst, dass alles mit allem verwandt ist im Naturprozess, und zwar weiter oder entfernter, speziell bei den Tieren, bei den Wirbeltieren, bei den Säugetieren, die hat er sich angeschaut, und da hat er den gemeinsamen Knochenbauplan erkannt. Er wusste übrigens auch, dass die Robbe ein Säugetier ist, das zurückgekehrt ist ins Wasser. Und das daraufhin den Bauplan der Säugetiere ans Wasser angepasst hat. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja? Das spricht er offen aus. Ja? Und er sagt also, die Organismen sind die entschiedene Gestalt eines Organismus ist das Resultat des Zusammenwirkens eines inneren Naturtriebs, der die Gestalt, die angelegte Gestalt voll entwickeln will, und der äußeren Lebensumstände. Ja? Und beides zusammen, das führt dazu, dass die Gestalt oft nicht gar so schön wird, wenn es widrige Umstände sind. Sie kennen alle die kleine Zirbelkiefer an der Wand, die so kümmerlich vor sich hin, aber trotzdem, ja, versucht, was in ihr angelegt ist, zu verwirklichen. Oder eben auch, dass der innere Kern, der im Bauplan eigentlich des Säugetiers, also Rumpf, Kopf, Extremitäten, Vorder-, Hinterextremitäten, dass das modifiziert wird aufgrund des Lebensraums Wasser. Also, wenn das keine Evolutionstheorie ist, er weiß nur nicht, welches das Gesetz ist, das die Arten auseinander sich entwickeln lässt. Ja? Dass die miteinander verwandt sind, ist schlagend. Ja? Er macht ja nichts anderes, sinnlich wahrnehmen, und überall fällt es ihm auf. Ja? Aber warum? Welches ist das Prinzip? Das hat er nicht erfasst, und das hat aber einer erfasst, nicht viel nach ihm, nämlich Darwin, 1854 oder 56 ist die Entstehung der Arten durch natürliche Zucht war. Und da wird es dann ausgesprochen, die Arten voneinander haben sie sich, und zwar durch natürliche Zuchtwahl, also Mutation ist das eine, und dann Selektion. Und zwar Selektion immer nur der Kennzeichen, die überlebenshinderlich sind. Alles andere, was neutral ist, auch wenn es ganz absurde Formen annimmt, ist erlaubt.
wenn Sie sich mal Tiefseefische angucken, ja, da darf man nicht fragen, warum, was ist denn da der Überlebensvorteil, sondern da müssen Sie anders fragen, da müssen Sie sagen, offensichtlich ist es nicht von Nachteil und deswegen bleibt es da. Ja? Also das, dieses Prinzip, das kennt er nicht, aber dass die verwandt sind, das weiß er. So, ein Zitat will ich Ihnen noch zu seiner Forschungsweise, also in diesen Zusammenhängen, da schreibt er. Das ist in den naturwissenschaftlichen Schriften zur Morphologie auch. Da heißt es, wenn ich eine entstandene Sache vor mir sehe, nach der Entstehung frage und den Gang zurückmesse, soweit ich ihn verfolgen kann, so werde ich eine Reihe Stufen gewahr, die ich zwar nicht nebeneinander sehen kann, sondern nur in der Erinnerung zu einem gewissen idealen Charakter vergegenwärtigen muss. Also da ist das genau ausgesprochen. Ja? Er sagt, ein Gegenstand ist eine entstandene Sache, dann fragt er nach der Entstehung, dadurch will er den Aufbau entschlüsseln, und dann sieht er eine Reihe von Stufen gewahr. Und da, um diese Reihe von Stufen gewahr zu werden, um die Genese, die Entwicklungszusammenhang, um den wahrzunehmen, braucht es Denken. Da kommt das Gedächtnis ins Spiel. Ja? Wenn Sie nur sinnliche Wahrnehmung haben und das Denken abwerten, können Sie es nicht ordnen. Ja, über die hemmende Wirkung der teleologischen, also auf die Zwecke in der Natur gerichteten Forschungsweise habe ich schon was gesagt. Und er sagt hier, ich kann das Zitat noch mal kurz sagen, er sagt, von festen Vorstellungsarten auszugehen und der Natur Absichten und Zwecke zuzuschreiben, hat die Naturforschung um Jahrhunderte zurückgeworfen. Und dann sagt er, als Beispiel für so eine Denkart, also die würden sagen, diese Naturforscher, die teleologisch argumentieren, also mit Gott als Schöpfer im Hintergrund, der natürlich auch für die Schöpfung der Arten zuständig ist. Jede Art, das war die Theorie damals, ist einzeln von Gott geschöpft. Keine Art hat sich aus keiner anderen Art entwickelt und am allerwenigsten der Mensch von den Tieren. Versteht sich, haben alle ihren eigenen, das nannte man Artenkonstanz, gerechtfertigt und gestützt nur mit der Annahme eines schöpferischen Gottes. Ja, und also er sagt, zur Charakterisierung, und das ist auch wieder so ein interessantes Zitat, er sagt, der Fisch ist für das Wasser da, scheint, also das ist diese teleologische Annahme, das scheint ihm viel weniger zu sagen, als der Fisch ist in dem Wasser und durch das Wasser da. Denn dieses Letzte drückt viel deutlicher aus, die Existenz eines Geschöpfes, das wir Fisch nennen, sei nur unter der Bedingung eines Elementes, das wir Wasser nennen, möglich, nicht allein, um darin zu sein, sondern auch, um darin zu werden. Eben dieses gilt von allen übrigen Geschöpfen. Das sind bemerkenswerte Zitate. Steht alles in seinen naturwissenschaftlichen Schriften. Das sind wirklich, also, ich bin auch immer wieder überrascht. Und dann sagt er, ja, das will ich Ihnen auch noch sagen, also als Beleg nochmal, der Organismus, die entschiedene Gestalt durch den inneren Trieb, ja, jeder Organismus hat in sich ein genetisches, das ist jetzt Interpretation, Programm, seine volle Gestalt auszuentwickeln und kann das nur in Abhängigkeit von den äußeren Umständen und in Modifikation. Und das Zitat bei Goethe heißt, die entschiedene Gestalt eines jeden Organismus ist gleichsam der innere Kern, welcher durch die Determination, die Bestimmung der äußeren Elemente sich verschieden bildet. Eben dadurch erhält ein Tier seine Zweckmäßigkeit nach außen, weil es von außen so gut als von innen gebildet wurde. So, jetzt sehe ich, ich muss abkürzen, damit unsere Reise nicht zu lang wird und ein Ende findet. Dass der Mensch ein Teil der Naturgeschichte ist, habe ich ja schon gesagt, für Goethe. Also die damalige Auffassung heißt, der Mensch gehört nicht zur Natur. Und das kann man auch sehen, und zwar daran, dass der Mensch im Gegensatz zu allen anderen höheren Säugetieren keinen Zwischenkieferknochen hat. Und da hat der Goethe gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Mit seinen anderen Voraussetzungen, ja, geistigen Voraussetzungen, hat er einen anderen Blick.
Ja? Und weil er es nicht übersehen will, ja, weil es nicht sein darf, er hat die andere Voraussetzung, er sagt natürlich, von Anfang an, kann man es sehen in seinen in seinen biografischen Schriften, sagt er, war ihm klar, dass der Mensch ein Teil der Natur ist, und zwar eben der göttlichen Natur. Der Mensch fällt da gar nicht raus, ja? Er ist auch ein Teil des Gesamtprozesses. Also, dann wäre es doch komisch, wenn alle höheren Tiere diesen Knochen haben, nur der Mensch nicht. Mit diesem Vorsatz, ja, mit diesem Erkenntnisinteresse geht er ran an die Forschung, und was macht er? Er findet ihn. Obwohl er beim Menschen sehr zurückgebildet ist und verwachsen. Ja, das sind Suturen, also die Knochenverwachsungen. Man muss wissen, wonach man sucht, sonst übersieht man es. Ja, also der Zwischenkieferknochen, er trägt die Schneidezähne im Oberkiefer, beziehungsweise die vier oberen Zähne, und geht dann dahinter, also hier zwischen den beiden Oberkiefern, und geht dann hinter die Nasenwurzel und wird begrenzt durch die beiden Eckzähne. Also das ist der Teil da in der Mitte. Und was hat der Goethe gemacht? Er hat gesagt, na, ja, gucke ich doch mal, welche Tiere das haben. Und dann hat er sich so klug gemacht, und zwar gerne mit besonders großen Tierschädeln, weil man es da nicht übersehen kann. Ein Elefantenschädel lag im Haus am Frauenplan in einem großen Karton, und er hat geguckt, dass ihn keiner sieht, damit sie ihn nicht für absonderlich halten. Also, der Mensch, ein Teil der Naturgeschichte, er findet diesen Zwischenkieferknochen, und das Zitat will ich Ihnen noch kurz sagen. Er schreibt an einen Freund, an seinen Freund Knebel, er hat es nämlich nicht in der Veröffentlichung über den Zwischenkieferknochen ausgesprochen, was er nämlich für eine Konsequenz daraus gezogen hat. Ich lese Ihnen vor den Brief. Ich habe mich in der Abhandlung aus dem Knochenreiche, wo er also das schreibt, wie er den Zwischenkieferknochen findet, ich habe mich in der Abhandlung aus dem Knochenreiche enthalten, das Resultat schon jetzt so merken zu lassen, dass man nämlich den Unterschied des Menschen vom Tier in nichts Einzelnen finden könne. Vielmehr ist der Mensch aufs Nächste mit den Tieren verwandt. Ja, ganz offen und klar ausgesprochen, aber nicht in der wissenschaftlichen Veröffentlichung, weil er wusste, ja, so wie später über Darwin auch, die mit den theologischen Prämissen haben das nicht toleriert. Ja, und das weiß er hier auch, also er ist da sehr taktisch, und das schreibt er seinem Freund. Also der Mensch ein Teil dieses göttlichen, ewigen Umgestaltungsprozesses, der Naturmetamorphose, und jetzt wird es noch interessanter. Jetzt kommt der nächste Clou. Der Goethe hat nämlich gesagt, ja, wenn das so ist und der Mensch ist ein Teil der Naturgeschichte, dann muss sich auch der Forscher bei seiner Naturforschung entwickeln. Nicht nur der Gegenstand wird in seiner Entwicklung dargestellt, der Forscher auch. Und jetzt überträgt er diesen Bildungsprozess der richtigen Kategorien, ja, im Wechsel von Anschauen und Nachdenken, das greift er als Metamorphose, also auch noch mit diesem Aperçu, was da hineingreift, sozusagen das irrationale Moment. Ja? Und das Ganze ist also ein beiderseitiger Entwicklungsprozess. Der Gegenstand entwickelt sich, jeder Naturgegenstand. Es gibt nichts in der Natur, in der Welt, was nicht geworden ist. Das ist übrigens ein Satz, den teilt Goethe wirklich mit Hegel. Der hat das auch mal, der sagt das auch einmal. Es gibt nichts in der Welt, nichts im Himmel und nichts auf der Erde, was nicht eine Geschichte und einen Prozess hat. Auch das Göttliche und gerade das Göttliche. Also, und auch der Forscher. Auch der Forscher hat eine Genese, und das ist jetzt interessant, wenn Sie heute mal Naturwissenschaftler reden hören, die vergessen oft, dass sie überhaupt mit ihrem eigenen Blick, der schon Voraussetzungen mitbringt, mit ihrer eigenen subjektiven Voraussetzungen, ja, mit ihrer ganzen Biografie am Forschungsprozess beteiligt sind. Die wollen das doch immer rausstreichen und sagen, objektiv ist es nur, wenn man möglichst nichts von sich an die Sachen heranbringt. Es kommt aber darauf an, wenn man an die Sachen herantritt, wie viel man an den eigenen Voraussetzungen sich bewusst gemacht hat und wie sehr man, wie Goethe, bereits an seinen Denkkategorien und an seinen Blick gearbeitet hat, ja, um ihn anzunähern, von den starren theoretischen Überzeugungen freizumachen und ihn anzunähern, wirklich zur Wahrnehmung dessen, was da passiert. Und oft versteht man es nicht. Ja? Und das sagt der Goethe auch immer, gleich zu wissen, worum es geht, ist schlecht. Man soll ruhig mal ein bisschen zögern und sich sagen, fällt mir noch nichts ein. Ja? Und dann die Reihen anschauen und immer mehr sich damit bekannt machen, bis man
die angemessenen Kategorien selbst findet. Und die findet man eben vor allem dann, wenn man die Genese betrachtet. Und das ist wirklich so, also wenn Sie mal in die Natur schauen, worauf läuft das Ganze hinaus? Das sehen Sie immer dann, ja, wenn Sie die vollentwickelte Gestalt haben. Daraus können Sie dann rückschließen bei den Vorformen, aha, da ist ein Teil davon, was sich entwickelt. Also, ja, also der Forscher, das ist entscheidend, ja, er gehört selber zum Teil, ist ein Teil dieses Metamorphoseprozesses, und da will ich Ihnen jetzt noch was vortragen, was so schön ist, weil Goethe hat diese Metamorphosen auch an seinem eigenen Leben geschildert. Also er überträgt jetzt die Metamorphose der Natur auf den Menschen, der ein Teil der Natur ist, und sagt, auch der Mensch macht eine Metamorphose durch, und zwar ist die biografisch, aber auch geistig. Ja, und da ist Dichtung und Wahrheit wirklich gut, weil das ist, da hat er es dargelegt und durchgeführt. Also, was hat der Goethe für eine Biografie und eine Metamorphose durchgemacht? Naja, der war in seiner Jugend eben dieses junge Genie, das wie alle jungen Genies nur von sich gesprochen hat, vom großen Ich, niemand respektiert und einen Mangel an Respekt und Anerkennung anderer. Wie das, ich würde mal sagen, den jungen Menschen fast natürlich. Es ist eine natürliche Metamorphose, die man durchmachen muss, und hoffentlich macht man sie durch und bleibt nicht drin stecken. Ja, also diese Ich-Bezogenheit, Goethe hat darauf zurückgeguckt und hat gesagt, übersteigerte Ich-Bezogenheit. Ja, und die übersteigerte Ich-Bezogenheit und Leidenschaftlichkeit, auch zu viel am Gefühl. Und diese Phase hat er mit der Genie-Phase überwunden und geht weiter zu einem Standpunkt, wo er immer mehr anerkennt die Vorarbeiten anderer Menschen. Also der ist doch zum Schluss einer geworden. Am Anfang, niemand hat er toleriert. Niemand. Ja? Es war ein großes Aufbegehrendes, so wie ich, als ich aus der Universität kam. Ich glaube, sie hat da auch was. Also, und dann wird man, dann realisiert man plötzlich, nee, die Welt wartet nicht nur darauf, dass sie von einem selbst beglückt wird, und man merkt plötzlich, die anderen sind anders. Und da wird die Sache interessant. Ja, wenn man ans Fremde kommt und wenn man jetzt nicht aufhört, sich die Mühe zu machen, dahinter kommen zu wollen, warum andere Menschen ganz anders sind als man selber, dann kommt zum Schluss eine Art der Kommunikationsfähigkeit dabei heraus. Und das ist bei Goethe zu beobachten, dass der zum Schluss sogar nicht nur die anderen Menschen, also gerade in Deutschland hat er immer gesagt, wem er alles so viel verdankt, in der Dichtung und auch in der Naturwissenschaft, die ihm vorgearbeitet haben. Er sagt, ich stehe auf deren Stufen, auf deren Schultern. Ja? Und hat gesagt, ich bin auch nur einer von denen, die jetzt zum Beispiel in der Farbenlehre die wissenschaftlichen Grundlagen machen für die nächste Generation von Malern. Die können dann an ihm sozusagen, ja, die Vorarbeiten übernehmen. Und so hat er das sogar noch ausgedehnt über die Kulturen hinweg. Und von ihm stammt der Begriff der Weltliteratur. Das goethische Begriff hat er eingeführt. Also, alle Literaturen auf der Welt, hat er gesagt, die begnadeten Menschen in allen Kulturen weben am selben Teppich. Und dieser Teppich ist Entwicklung der humanen Fähigkeiten des Menschen, Entwicklung der Persönlichkeit. Das ergibt sich daraus, haben wir ja schon gesehen, wenn der Mensch ein Teil der Naturgeschichte ist und die eine Metamorphose durchmacht, macht es der Mensch auch. Mit der ganz einzigartigen Besonderheit, der Mensch kann seine eigene Metamorphose, die von der Natur schon angelegt ist, bewusst geistig fördern, absichtsvoll. Das ist das Geheimnis, das ist der Auftrag. Ja? Und das ist das, was Goethe uns immer wieder klar machen will, in allen seinen Dichtungen wird nichts anderes gezeigt als das. Ein Mensch in seinem Bildungsprozess und das Publikum, dem soll Appetit gemacht werden. So wie ich versuche, Ihnen gerade Appetit zu machen. Auf dieses Bildungskonzept, das wirklich, es ist aus der Zeit gefallen, ja, wer hat schon die Zeit im 8 Stunden Werkelalltag so ein Bildungskonzept an sich selbst durchzuführen, mit der Metamorphose, Entwicklung der eigenen Fähigkeiten. Kein Mensch, jedenfalls nicht die im Berufsleben stehen. Allerdings die, die es nicht mehr tun. Deswegen, ich habe bei der Volkshochschule fast nur Pensionäre, und die sind das richtige Publikum. Ja, aber die anderen, die hören mich nicht. Die hören niemanden.
die arbeiten sich tot und sind erschöpft und ich kann ihnen auch nicht helfen. Aber bei uns ist nichts mehr zu ändern. Doch. Bei Ihnen, man hört nicht auf, sich Bildzahl zu erhalten. Das könnte die Faszination sein, sich bildsam zu halten, nicht verhärten, sondern immer weiter in diesen offenen Blick und zu sagen, wenn die eigenen Denkkategorien da nicht passen, dann auch bereit sein, sie zu modifizieren. Ja? Und außerdem, sie kann man nicht einschüchtern. All diese jungen Leute da im Bildungs- und Arbeitsprozess, die werden noch die ganze Zeit mit befristeten Arbeitsverträgen in die Überanpassung getrieben. Wenn heute irgendwo noch eine Korrektur kommt, Sie hatten es auch angesprochen, dann von den Alten. Das ist, glaube ich, ganz, ich habe mal kurz in einem Vortrag, habe ich es zusammengefasst, habe gesagt, nur die Radikalität des Alters kann uns retten. So, jetzt, es war noch nicht das Schlusswort. Ich wollte Ihnen ja eigentlich, ich wollte Ihnen noch den, können wir 10 Minuten überziehen? Ja. Ich will Ihnen nämlich noch zeigen, also der Faust, da gibt es tatsächlich diesen Übergang, also diese Selbstdarstellung der Metamorphose, der Überwindung der Selbstbefangenheit, ja, die Goethe an sich selbst in seiner Jugend wahrgenommen hat. Und zwar, wenn Sie nachlesen in Faust 1, kennen Sie doch, zerfällt in Gretchen-Tragödie, fängt an mit der Gelehrten-Tragödie, dann kommt die Gretchen-Tragödie. Gelehrten-Tragödie, er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, ja, und dann beschwört er doch diesen Erdgeist. Ja? Also die unmittelbare Verschmelzung, enthusiastisch, das war das Konzept dieser Stürmer und Dränger, enthusiastisch, das Göttliche in sich selbst haben. Ja? Das große Ich, also der Dichter, ein kleiner Gott. Ja? So, er beschwört diesen Erdgeist und der sagt ihm was, das ist wirklich sehr bemerkenswert, der sagt nämlich, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Das ist ein starkes Wort. Ja. Wenn Sie das zu Ende denken, also wenn Sie das Ganze interpretieren als den Versuch, sich mit dem Göttlichen unmittelbar unter Überspringung der Welt zusammenzuschließen, ja, das tut er nämlich. Ganz unmittelbar will er das Göttliche erfassen, hat von der Welt keine Ahnung, hat immer nur den Staub geschluckt, Gelehrter. Ja. Wenn Sie das jetzt sehen als das Göttliche und da sagt ihm dieses Wesen, du gleichst den Geist, den du begreifst, das heißt doch, und das ist die Auffassung Goethes, dass diejenigen Religionen, die, oder auch vor allem die Gläubigen natürlich, die sich selbst auf den Standpunkt des absoluten Gottes stellen, der Versuchung ihres eigenen Narzissmus erlegen sind. Das heißt das, wenn man darüber nachdenkt. Und schauen Sie sich mal die Priester an, die reden nicht darüber, aber die haben alle mit dieser schrecklichen Versuchung zu kämpfen. Im Namen des Gottes auftreten, Bußpredigen halten. Schauen Sie mal nach Amerika, da gibt es Bußprediger, da wird Ihnen anders. Die treten auf. Ja, in diesem Namen, da können Sie den Narzissmus, den können Sie abschneiden. Ja, so fest ist er da. Also, da ist eine große Gefahr und über Versuchungen des Lebens, davon weiß Goethe was. Ja, weil er hat selber die Versuchung gemacht, der einzige deutsche Dichter, der jemals Staatsminister war und Macht hatte. Und er weiß, was das heißt, Versuchungen der Macht. Und er ist hier, glaube ich, nicht erleben. Auch übrigens die Adelung, also den Artikel, den er bekommen hat, hätte es auch sein können, hätte sich aufs Faulbett legen können. Wie ein Adliger, amoröse Abenteuer, Macht, Einfluss, ja. Und was macht er? Er gibt den Abschied, geht nach Italien und danach lässt er sich freistellen von den ganzen Regierungstätigkeiten, weil er wieder zu seinem eigenen Wesen zurück will. Und das ist Dichtung. Ja, das Weimarer Jahrzehnt, Regierungstätigkeit, da gibt es kaum literarische Resultate. Also, nochmal zurück. Wir sind immer noch beim Faust. Also, in Faust 1, da kommt dieser Versuch, sich direkt zusammenzuschließen mit dem Göttlichen und scheitert. Ja? Und er wird darauf verwiesen, dass das eigentlich eine Projektion seines eigenen Ich ist, auf das Göttliche, das er gar nicht erkennen kann. In Faust 2, wenn Sie da mal schauen, im ersten Akt, gleich am Anfang, da gibt es was eine Art Metamorphose andeutet in der Weltanschauung, da gibt es nämlich einen pantheistischen Sonnenaufgang. Lesen Sie es mal nach, man überliest es leicht, wenn man die Konzepte nicht so genau. Der Faust 2, wie gesagt, ist sehr viel später konzipiert, ja, da blickt er auf die Metamorphose seines Lebens zurück. Da wird jetzt gezeigt, wie
der Faust. Also es ist in einem Heilschlaf der Natur. Er hat sich gesund geschlafen von den schrecklichen glühenden Pfeilen da wegen der Grieche-Tragödie. Steht auf, jetzt kommen die ersten Strahlen über die Bergspitzen. Ja, ist in der Natur. Und jetzt sagt er, sie dürfen früh schon des göttlichen Lichts genießen. Ja, die ersten Strahlen senken sich nieder. So, und dann, jetzt ist sie da, die Sonne. Und was macht er? Er dreht sich um und schaut mitten in die Sonne. Ja, und jetzt wird am Blick des Auges gezeigt, dass der direkte Blick in das Göttliche blendet, zu nichts führt. Entweder man sieht nur seinen eigenen Narzissmus da drin, oder aber man sieht gar nichts. Das Göttliche ist unmittelbar im Kurzschluss nicht zu erfassen. Und was sagt er dann? Ja, und schon geblendet kehre ich mich um. Jetzt, das ist die pantheistische Wende. Jetzt schaut er nicht mehr, die Sonne ist im Rücken, jetzt schaut er darüber, wo sich das Licht bricht an den Bergen. Und dann sagt er, da drüben sieht er einen Wasserfall und dann kommen diese berühmten Szenen, ich lese sie Ihnen schnell vor. So bleibe denn die Sonne mir im Rücken. Dann betrachtet er diesen Wasserfall mit Gischt und einem sich bildenden Regenbogen. Dann heißt es, der spiegelt ab das menschliche Bestreben, ihm sinne nach und du begreifst genauer, am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Farbe, da ist die Farbentheorie drin. Farbiger Abglanz, das reine weiße Licht, ja, muss erst auf den Widerstand treffen, damit es die Farben erzeugt. Und die Welt, ja, ist beides zusammen. Ja, die ist das Göttliche und der Widerstand. Beides. Ja. Also er sagt mal, die Farben sind Taten und Leiden des Lichts. Das ist die berühmte Definition aus der Farbenlehre. So. Jetzt noch als letztes. Bitte? Können Sie gerade den Satz nochmal wiederholen? Ach, diese Metaphernlehre. Die Farben sind Taten und Leiden des Lichts. Ja. Taten, also das Licht kommt, aber das weiße Licht für sich allein, das ist in der Optik seit der Antike immer stellvertretend gewesen für das Göttliche. Ja? Das weiße Licht allein, nach Goethe, kann die Farben nicht erzeugen. Deswegen polemisiert er gegen Newton so stark, weil der ja physikalisch gesagt hat, im weißen Licht sind alle Farben enthalten. Und da hat der Goethe, ja, das war ihm zuwider, und zwar weil er gedacht hat, der Newton hat theologische Absichten. Ja, das ist die alte theologische Denkweise in den Naturwissenschaften, die sagt, ja, das weiße Licht, das ist der Gott, in dem ist alles drin, der ist transzendent und der braucht die Welt nicht. Und er ist doch Pantheist und er sagt, der Gott ist nicht ohne die Welt. Also sagt er, das weiße Licht braucht den Widerstand, um farbig zu werden. Da kann man wenigstens verstehen, warum er sich so unglaublich versteift hat auf seine Farbentheorie und Zeit seines Lebens sehr, sehr bös gegen Newton polemisiert hat. Also, es ist nun mal so, physikalisch hat der Newton absolut recht, ja, aber man kann wenigstens verstehen, dass es dem Goethe eigentlich darum geht, er vermutet theologische Grundüberzeugungen, die dem Newton seinen Blick verstellen. Gut, ja, jetzt schließe ich aber, und zwar mit einem schönen Zitat aus der Farbenlehre. Das überspringen wir alles. Also die Geschichte könnte man noch lange weitererzählen. Geniebegriff, ja, Polarität und Steigerung. Der Mensch als gesteigerte Natur, die das Vermögen besitzt, sich selbst noch einmal zu steigern. Hier sind die entsprechenden Zitate, die ich aber jetzt auch überspringe. Aber Sie können sie finden im Werk Goethes. Und ich gehe nochmal aufs Auge ganz zum Schluss ein. Und zwar, also auch aus der Farbenlehre, ein Gedanke, und der ist bemerkenswert, der heißt nämlich bei Goethe, das Auge ist das höchste Resultat des Lichts auf organischen Körper. Schon wieder so ein Satz. Ja? Also ich lese Ihnen das mal vor. Und zwar ist das wichtig deswegen, weil für Goethe damit klar wird, dass der Mensch ein absolut zuverlässiges Sinnesorgan hat, um die Naturphänomene zu erkennen. Das ist fast eine Art Manifest gegen die kantische Unterscheidung, philosophische Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung. Bei Kant kann der Mensch immer nur mit seinen Augen sehen, die Erscheinungen sehen, niemals die Dinge an sich. Ja? Und die Erscheinungen, die hat er selbst produziert, sagt Kant. Goethe, ganz anders, er sagt, er hat ein absolutes Vertrauen, dass der Mensch mit seinem Sinnesorgan die Dinge erkennen kann, weil sie ein Produkt der Natur sind, die Sinnesorgane.
Damit hat er das ganze kantische Problem nicht, ob die passen oder nicht. Sie sind ja selber immer, sie waren noch nie getrennt von der Natur, von den Naturgegenständen. Also das ist der Hintergrund. Und in der Farbenlehre heißt es, das ist das Zitat, das Auge ist das letzte, höchste Resultat des Lichts auf den organischen Körper. Das Auge als ein Geschöpf des Lichts leistet alles, was das Licht selbst leisten kann. Das Licht überliefert das Sichtbare dem Auge. Das Auge überliefert es dem ganzen Menschen. Das Ohr ist stumm, der Mund ist taub, aber das Auge vernimmt und spricht. In ihm spiegelt sich von außen die Welt, von innen der Mensch. Ja? Die Totalität des Innern und Äußern wird durchs Auge vollendet. Und noch eine zweite Stelle im selben Zusammenhang. Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen tierischen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde. Und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem Äußeren entgegentrete. Und schließen möchte ich mit einem Gedicht. Sie hatten vorhin schon gesagt, Platon, Plotin, jetzt, Sie haben es sicher schon erwartet, ein Gedicht, in dem er in dem Goethe einen Spruch Plotins aufnimmt, und der heißt in Goethes Fassung: Wer nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken, lebt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken. Und damit möchte ich schließen. Und danke für die Aufmerksamkeit.